Menschen in München mit Jörg van Hofen. Also herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wo ich jetzt bin, ist wirklich viel los. Ich bin bei einem Künstler, der über Jahrzehnte es geschafft hat, erfolgreich zu sein. Ich begrüße Bernd Zimmer. Und hallo. Bin froh, mal bei Ihnen vorbeischauen zu können. Im Oberland sind wir hier, nicht? Also das ist so Oberland, das ist Weilheim-Schongau, ist eigentlich, es war früher der Straußsche Regierungsbezirk und es ist eigentlich ein Ferienland hier, es ist so Ferienlandschaft. Ja. Wenn man Weilheimer Bahnhof aussteigt, steht da willkommen im schönen Oberland. Also man ist hier richtig weg von allem Trubel, hier kann man sich also richtig entspannen, aber das sieht hier nicht unbedingt nach Entspannen aus. Sie sind ja so einer, so der in den 80er Jahren auch richtig so seinen Erfolg angefangen hat, feiern zu dürfen. 80er Jahre war ja eigentlich so eine Zeit, die in der Mode, in der Musik und natürlich auch in der Kunst sehr viel Aufbruchsstimmung erzeugt hat. Wenn Sie so zurückdenken, laufen so die 80er Jahre in Ihrem Inneren vorbei? Es waren ja irgendwie eher Mitte 70er Jahre, das war Documenta und ich weiß nicht, das war eine Zeit, wo das so ein Umbruch war zwischen Boys und vielleicht entwickelt sich doch noch was Neues. Die Kunst war vollkommen abstrakt und oder sehr verkopft und es kam Video auf und da haben wir jungen Wilden wieder angefangen zu malen. Besser gesagt, wir haben eigentlich einen Kampf angetreten gegen die amerikanische oder internationale Abstraktion und haben aber die gleichen Mittel angewendet. Das war natürlich eine wahnsinnige Stimmung, weil zur gleichen Zeit kamen auch die ersten Hits von Ramones und Sex Pistols und plötzlich war dieses Queens-Gejaule auf der Gitarre, es war weg. Hendrix war ja schon lange tot, aber die Musik ändert sich stark und es ging richtig ab. Sie haben also junge Wilde schon mal gesagt, diesen Begriff, der so ein bisschen so auch Ihre Kunstrichtung definiert. Gab es noch drei andere, Salome, Fetting und Mittendorf. Ich will nur Mittelhoff sagen, aber der kommt aus meiner Branche und ist abgestürzt. Sie vier sind eigentlich noch ganz gut so dabei, obwohl ich bei Ihnen feststelle, Sie sind einer von denen, die wirklich noch gut dabei sind. Und viele laufen ja auch die Gefahr, dass sie dann irgendwann mal auf Null wieder sind. Aber bei Ihnen ging es eigentlich immer ganz gut weiter, die darauf folgenden Jahrzehnte. Das ist, glaube ich, auch gibt ja verschiedene Gründe, warum man malt oder warum man anfängt zu malen oder wie man Malerei begreift. Wir sind ja damals so hineingeschlittert, wirklich in Anfang 80er Jahre, in einen internationalen Kunstmarkt und waren der Exportartikel Berlins damals. Das muss man sich mal vorstellen. Berlin war arm und wir waren plötzlich international aufgestellt. Die Berliner haben das gar nicht mitbekommen und wir haben schon große Partys gefeiert in New York, Paris oder Mailand, wo es halt so abging. Ja, damals war ja London ganz arm oder England hat gar nicht mitgespielt. Die ganze Welt hat eigentlich nicht mitgespielt, sondern es gab nur Amerika und Berlin. Aber es gab doch für Sie diese eine Ausstellung, wo Sie in Berlin dann auch sozusagen diese ganze öffentliche Wahrnehmung errungen haben. Wir hatten vorher eine selbstbetriebene Galerie, also es hieß Selbsthilfegalerie, Galerie am Moritzplatz. Ja. Und haben da 4 Jahre gearbeitet und haben dann die Möglichkeit bekommen, in einer Berliner museumsartigen Stadtteilgalerie auszustellen, Haus am Waldsee. Und da haben wir ausgestellt und haben uns natürlich auch toll gefeiert, aber wurden international überhaupt nicht wahrgenommen. Erst in den letzten 3 Tagen kamen ganz reiche Schweizer Galeristen und auch Mailänder Galeristen und haben gesehen, aha, in Berlin läuft da was, weil in Italien gab es eine ähnliche Bewegung, Transavanguardia hieß die, und die haben gesehen, in Berlin läuft was und der Markt ist ja dann wie eine Krake und sagt, neu, 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 das müssen wir auch haben. Und damit fing das eigentlich an. Ja, lass uns gerade mal überlegen, was war denn das Neue an dem, was Sie gemacht haben? Also so, ich habe mal so ein bisschen geguckt, das war davor so mehr so grau, ne? Und ich meine, wenn man sich jetzt hier auch mal so umguckt, Sie machen ja mit starken Farben, grell, groß vor allen Dingen. Diese Größe war, glaube ich, auch mal wieder was Neues. Wir haben mit puren Farben, wir haben unsere Farben alle eigentlich selber angerührt, mit puren Farben also, und Acrylbinder haben wir versucht, große Bilder zu malen. Mit den Formen des
mit der Malgeste des amerikanischen abstrakten Expressionismus oder des deutschen informell, haben das aber gegenständlich aufgeladen. Das war der Witz, dass wir, meine Freunde, also kommt Salome aus der homosexuellen Szene, der hat ganz stark homosexuelle Bilder gemalt. Und Fetting eigentlich auch. Oder? Fetting eigentlich auch, da mitten drauf so ein bisschen Berliner Szene. Und ich habe mich sehr früh davon irgendwie befreit und hab nicht Figuren gemalt, sondern habe eigentlich sehr früh schon Naturmotive in Anführungszeichen gemalt, eine Riesenflut gemalt. Also ich habe die erste Ausstellung, die ich gemacht habe, war ein Bild 3x10 Meter Flut. Und das war mein Manifest der Malerei nach 2 Jahren Malen. Also das ist eigentlich eine Unverschämtheit, ja, so anzufangen. Aber wir haben einfach den Gestus und haben ziemlich protzig mit den Formaten auch gearbeitet. Weil Sie auch wir sagen und junge Wilde, das ist ja quasi so eine Dachmarke irgendwo. Aber der Künstler sieht sich ja doch als Individuum. Haben Sie das so dann auch irgendwann mal als Belastung empfunden, dass Sie so als junger Wilder und sozusagen in einer Soße, wenn ich es mal salopp ausdrücken soll, gesehen werden? Am Anfang hat es ja Spaß gemacht, weil ich konnte so Know-how irgendwie mitbringen, weil ich habe ja vorher gelernt, ich bin eigentlich gelernter Verleger, habe im Hansa Verlag und Wagenbach Verlag gearbeitet und kam aus einer vollkommen anderen Szene. Ich habe ja keine Kunst studiert, bin der einzige Autodidakt da drin und dachte, mit den Jungs kann man was anfangen, da kann man was machen. Also das war ja auch so eine Zeit der Emanzipation, der Ende der Linken, aber Emanzipation war das große Thema, Spontaneismus war ein großes Thema. Es ging eigentlich rund und am Anfang war das unheimlich schön. So eine Truppe hält ja auch nicht lange. Die ist ja auch mit dem Erfolg sofort zerbrochen, weil das Geld, das riecht so gut. Und dann picken sich natürlich die Global Player oder die großen Spieler picken sich dann das raus, was sie meinen, was sie gut handeln können. Und dann ist das eigentlich auch schon wieder vorbei. Deswegen, das interessiert mich bis heute nicht so wirklich. Das tut weh manchmal, es tut sehr weh, was? Wenn man nicht der ist, der gerade den größten Erfolg hat. Aber in the long run ist es ja, Malerei muss man ja nicht immer unter Erfolg sehen, sondern das ist ja, sag mal, das ist ja was, was man über Jahre betreiben kann. Und es ist jeden Tag neu, weil es jeden Tag wieder schwierig ist und einem, sag mal, voll fordert. Und deswegen, das fordert mich heute noch so. Und ich habe heute noch den Riesenspaß dran. Also, wenn Sie jetzt so auf so ein Bild zugehen, wie sieht das aus morgens? Wo wissen Sie, welche Farben Sie anrühren, wie Sie auf so ein Bild losgehen? Haben Sie gerade mal so ein Bild, wo Sie gerade dran arbeiten? Oder ja, hier ist ein Bild, an dem ich arbeite. Ich habe so gerade so ein Thema, das habe ich. Über das Ganze erzieht sich das schon, dass ich versuche, einen Stein zum Fliegen zu bringen. Und da muss ich ja Mittel anwenden, die, sagen wir, flüssiger sind als das Außenrum, weil das muss ja leichter werden. Das Schwerste muss eigentlich leichter werden. Und das versuche ich gerade so zum Fliegen zu bringen. Das kriegt dann natürlich so was Anekdotisches auch. Es könnte ja auch was sein, was von fremden Sternen abgebrochen ist. Ich meine aber, es ist eher ein Teil von unserem Berg, der anfängt zu fliegen. Also es ist eigentlich so, dass man dem Geistig, dem Stein so eine Kraft gibt, dass er anfängt zu fliegen. Und wenn man das auf dem Bild irgendwie hinkriegt, dann hat das Bild ja auch diese Leichtigkeit. Das interessiert mich einfach. Also das wäre für mich auch mal eine Überlegung, inwieweit beeinflusst Sie so der Zeitgeist, jetzt nicht im Sinne von modisch, sondern von Politik auch. Ich meine, wir leben im Moment so in einer Welt, wo es also überall Konflikte, Kriege und all sowas gibt. Ist das etwas, was Sie aktuell interessiert? Oder können Sie sich davon hier in Ihrer Welt im Oberland sozusagen völlig von frei machen und la pour la eben das machen, was Sie glauben, was gerade für Sie künstlerisch wichtig ist? Ich glaube, das Letztere ist das Richtige. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, auf die Tagespolitik so einzugehen. Ich habe schon große Holzschnitte gemacht, die sich auch mit dem Thema Flucht beschäftigen. Aber nicht die Flucht sichtbar, dass es Menschen in irgendwelchen Booten sind. Das wäre jetzt so Biennalen- oder Dokumentarkunst. Junge Künstler müssen sich damit direkt irgendwie auseinandersetzen. Ich fände natürlich viel schöner, wenn mir sowas einfallen würde, wie so Picassos Guernica, wenn er wirklich so ein Thema so abschließend und auch so gewaltig in der Kunstmöglichkeiten
malt oder wie ein Delacroix sowas gemalt hat. Das ist heute, aber es fällt mir nicht ein. Es fällt mir nicht ein, wie ich es darstellen kann, weil das wäre zu banal, wenn man jetzt so leere Schiffchen malt. Oder das geht ja alles gar nicht. Das wäre jetzt das Flüchtlingsthema. Aber wir haben ja, glaube ich, gerade so ein Kriegsthema. Wir sind ja außenrum umgeben eigentlich von Kriegen und sind in Selig, wo kein Krieg ist. In Italien, die haben noch ein anderes Problem, die haben noch ein Erdbeben dabei. Also wie soll man das bloß alles darstellen? Ich glaube, das kann man nur darstellen. Das fließt natürlich alles in die Bilder ein, aber eher in einem geheimnisvollen Eckchen. Also ich glaube, dass es ein Fehler wäre, dazu Bilder zu malen. Obwohl bei dem ersten Irakkrieg, glaube ich, hatten Sie sich mal auch optisch damit auseinandergesetzt. Da ist mir das so zu weit gegangen, dass ich nur noch, sagen wir, den Zerfall gemalt habe. Ich habe mir aber parallel auch mit dem Zerfall in der Natur, mit dem Thema Wüste, habe ich Wüstenbilder gemalt, ja. Das ist ja auch der totale Zerfall. Und habe dann das jeden Tag im Radio gehört, wie viele Leute da sterben, dass es schon wieder Konzentrationslager gibt. Und habe dann Knochenbilder gemalt, also sagen wir, Körper, die sich eigentlich nur noch auflösen in ihren Endzustand oder in ihren Schwundzustand, würde ich sagen. Knochen, und habe die Leinhörner erst zerschnitten und dann wieder neu zusammengesetzt. Niemand hat begriffen, warum ich sowas mache. Ja? Und ich habe das neben meine schönen, in Anführungszeichen, schönen Bilder hängt. Und die Leute haben mich gefragt, ob ich Depressionen hätte. Die haben sich gar nicht bezogen auf dieses politische Thema, was ja permanent da ist. Ja, ja. Also wenn ich so einen Stein zum Fliegen bringen will, dann ist es ja ein ähnliches Thema, würde ich sagen. Das ist ja, das Schwierige ist ja, der Mensch ist ja eigentlich unfähig zur friedlichen Handlung. Oder der macht wahnsinnig gern mit, auch mit kriegerischen Handlungen, weil er Recht hat oder versucht hat, Recht zu behalten. Das ist ja alles ein Quatsch. Also ich glaube eher, dass wir zu einer Leichtigkeit auch innerlich kommen sollten, dass wir das überwinden. Also da bin ich ganz bei Dalai Lama oder für solchen Vorstellungen oder auch bei allen Vorstellungen von allen Religionen, auch im übertragenen Sinn, von allen Verhaltensmaßnahmen, die der Mensch eigentlich ergreifen sollte, dass man Frieden hält. Wenn jetzt, also der absolute Kunstlaie, ja, wenn der sich ein solches Bild anguckt, dann fragt er sich, wie viel Zufall ist eigentlich in Ihrem Bild? Das ist auch gewollter Zufall, weil die Bilder, die male ich im Liegen, man sieht ja die ganzen Tropfen, die bleiben ja liegen. Das sind so wie so Aquarellsüppchen, die ich zusammenflechte. Das liegt so auf dem Boden? So auf dem Boden, dann male ich da dran. Ja. Und dadurch verbindet sich, sagen wir, am Schluss muss man diese ganze Verbindung bringen. Oder die Farben sollen sich so verbinden. Das heißt, dass die auch so zusammenfließen. Ich kann das Bild aber dann wieder in die Horizontale, in die Vertikale bringen, hänge das an die Wand und begrenze das und male das eigentlich wieder, dass es eben zu einer Form wird. Also diese Zufälle, die ich natürlich liebe, also dann weiß man auch, was man mit einem Zufall irgendwie anstellen kann. Ja. Weil auch so ein Stein ist ein Zufall, ist ja der gewachsene Stein, da haben wir ja überhaupt keinen Einfluss drauf. Wir sind aus dem gleichen Material, aber mit dem Stein, dem sagen wir auch nicht, du bist jetzt so gewachsen. Und wenn ich den jetzt abmalen würde, das wäre reiner Zufall, dass ich gerade diesen Stein nehme und den male ich ab. Aber wie der entstanden ist, liegt uns sehr fern. Also bin ich eher Naturalist und versuche, die Entstehung von dem Stein mit einzubeziehen. Ist das Farbliche jetzt ein Zufall? Also sind Sie mit der Vorstellung reingegangen, dass es diese Farben sein sollen? Oder, das ist vorgegeben. Ich kann ja eins machen, was vielleicht ganz spannend ist. Hier hinten sieht man ja einen weiteren Stein. Ja. Da sieht man, dass das ja mit einer ganz anderen Voraussetzung gemalt ist. Oder dass dieser Stein auch dunkel werden sollte. Ja? Aha. Ich tue das schon alles beschließen, was ich da will. Ja. Ich beschließe das vorher, dann habe ich so meine Töpfe und sage, mit den Farben kriegst du es hin. Ach, das schon? Ja, ja, auf jeden Fall. Diese Willkür, die scheinbare Willkür, die ist absolut vorher schon ausgedacht und
Und schon, sagen wir, das ist schon eine Planung. Das kann man nur ganz geplant machen. Das muss in so einer Geschwindigkeit gemacht werden oder hergestellt werden. Da muss man schon sehr bewusst und geplant und auch körperlich fit dran gehen. Sonst hat man da überhaupt keine Chance. Sonst wird es ja einfach nur ein Rumgeklecker. Wie lange hat es gedauert, das Bild herzustellen? Das sind ungefähr 3 oder 4 Sitzungen. Da sind ja mehrere Schichten drauf. Und die erste Schicht, ja. Dann gucke ich es mir wieder an und dann mache ich es weiter. Ja. Wenn Sie von Sitzung sprechen, ist das ein 8-Stunden-Tag? Oder? Nein. Das ist jedes Mal ungefähr 1 Stunde, 1,5 Stunden, die man da. Ja. Und dann sitzt man natürlich länger davor und beschließt, ist es gut oder ist nicht gut. Das kann auch alles wieder vollkommen verschwinden. Also manches Bild entsteht in einer. Das entsteht einfach richtig schnell und manche Bilder brauchen sehr, sehr lang. Ja. Und inwieweit. Ist ein neues Bild von dem, was Sie vorher gemacht haben, beeinflusst? Das ergibt sich meistens, das ergibt sich. So, die Bilder ergeben sich also das eine entsteht und dabei ist eigentlich schon der Gedanke an, wie könnte eigentlich das nächste eigentlich aussehen. Das ergibt sich, irgendwie ergibt sich das. Also in meiner Logik, ja, das ist für niemanden nachvollziehbar, ja. Das Ganze, warum man das macht. Ich versuche so ein bisschen in Ihren Kopf reinzusteigen. Genau. Wissen Sie, die Probleme, die ich auf dem Bild nicht lösen konnte, kann ich im anderen Bild vielleicht lösen. Aber es wird natürlich nie gelöst, weil das ist ein endloses Voranschreiten. Das kann auch sein, dass das eine Bild gelungener ist, das andere ist weniger gelungen. Das spüre auch ich, dass es gelungene oder nicht so gelungene gibt. Und diese nicht gelungenen Bilder sind ja die, die einen herausfordern, dass man immer wieder rangeht und sich so durchquält. Das sind die Arbeitsbilder. Und dann gibt's 5 Tage, da gelingt fast alles. Und das ist, da ist man natürlich so in Anführungszeichen etwas glücklich danach oder hat auch eine gewisse Zufriedenheit, die aber sofort dann am 7. Tag umschlägt oder am 7. Monat wieder umschlägt in eine Ungeduld und Arbeitswillen oder Scheibe, es geht nicht weiter und ich weiß nicht wie. Aber dann stehen Sie so vor so einem Bild und dann müssen Sie ja auch für sich den Beschluss fassen, das Ding ist jetzt fertig. Genau. Und also was klickt dann da oder was machen Sie das abhängig, dass so ein Bild dann fertig ist? Das muss in diesem so einem Schwebezustand muss es eigentlich bleiben, dass es auch noch offen ist, dass der Betrachter noch da drin weitermalen kann und im Kopf weitermalen darf und dass es nicht zu geschlossen ist. Wenn das jetzt eine zugeschlossene Geschichte wäre, dann würde das eigentlich meiner Vorstellung auch von der Offenheit der Malerei eigentlich widersprechen. Ich möchte ja schon da drin eins in der Hauptsache. Diese Freiheit, die in diesen Vorstellungen, in diesen malerischen Vorstellungen sind, dass die sollten eigentlich schon die Hauptrolle spielen. Aber würden Sie jetzt noch mal auf so ein Bild, wo Sie vor weiß ich nicht, 3 Wochen beschlossen haben, dass es fertig ist, dann noch mal rangehen und noch mal weitermachen? Oder wenn Schluss ist, ist Schluss? Ja, schön wäre, wenn Schluss ist, ist Schluss, aber wenn man sie da rausholt oder man sieht es in der Galerie hängen und sieht, oh Gott, da sind ja so viele Fehler drin, dann ist man froh, wenn das von der Galerie wieder zurückkommt, weil dann kann man daran nochmal weiterarbeiten. Also die Freiheit, die nehmen wir schon, darüber nochmal nachzudenken und das ist nicht eine beschlossene Sache. Aber manchmal sitzt man auch in Fehlern auf oder ist auf dem Holzweg und merkt es erst ein bisschen später, auf welchem Holzweg man ist. Ich habe das Gefühl, dass ich von ungeheuren Werten hier umgeben bin. Können Sie mal also wenn das jetzt in der Galerie hängt, was würde das kosten? Ach, das ist unangenehm. Das möchte ich jetzt nicht sagen. Das kostet, das ist relativ, ich würde sagen, das ist alles nicht besonders teuer. Es ist immer relativ teuer, aber es hat ja auch so eine Art Wert, glaube ich. Oder es stellt ja was dar. Das spielt ja in unserer Welt eine ganz neue Rolle. Das ist ja eine Wirklichkeit, eine neue Wirklichkeit, die da ist. Und das hat natürlich schon so seinen Wert. Also es kostet schon, Gott sei Dank kann ich davon leben und ganz gut leben und auch weiterarbeiten. Es ist ja auch immer wieder, jedes Bild, das verkauft ist, fehlt mehr irgendwie als so Kleinkind, so, was man vielleicht nochmal neu formen könnte. Da ist ja Schluss. Aber darf ich mal, es interessiert ja unsere Zuschauer, ich verstehe, dass es eine unangenehme Frage ist, aber
Bin ich bei 50.000 oder bei 100.000? Nein, eher unter 50.000. Unter 50.000. Okay, gut. Also, da sind ja auch sehr viele Händler und was nicht alles, wer da alles mitverdient. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Bernd Zimmer, wir haben ja eben schon ein bisschen über Ihre Kunst geredet und Sie haben da so haben gesagt, also dass es Ihnen auch schwerfällt, sich dann so von so einem Bild zu trennen, was ich nachempfinden kann. Wie machen Sie das? Halten Sie Kontakt zu Ihren alten Bildern, die Sie verkauft haben, die durch Galerien verkauft wurden? An viele kommen ja gar nicht ran, weil es bei Privatleuten ist und dann weiß man gar nicht mehr, wo das Bild ist. Also sind ja viele Bilder auch auf irgendeine Art und Weise verschwunden. Aber die tauchen ja immer wieder auf. Das ist ja das ist ja mit Bildern, die einen gewissen Wert haben, gibt es ja so einen Rundlauf. Ich meine, die tauchen auf in Auktionen oder werden wieder angeboten in Galerien oder es taucht wieder auf. Das ist immer Tod, Scheidung oder Verschuldung. Oder die Leute ziehen um in kleinere Wohnungen. Das kriegt man alles wunderbar mit. Ja. Und dann tauchen die Bilder wieder auf und ist man ganz glücklich, dass da wieder ein Bild und da wieder ein Bild. Und ich merke das jetzt schon, jetzt kommen im Herbst wieder Auktionen und da ist ein Bild dabei, dem ich natürlich schon richtig, da bin ich ganz gierig, am liebsten würde ich es selber wieder haben und so. Aber das ist schon. Haben Sie schon mal ein Bild selber zurückgekauft? Oh ja, ich habe schon sehr viele Bilder zurückgekauft. Wissen Sie, wenn die dann so ein bisschen nicht so ganz in das Schema, Kaufschema der Leute da passt und es günstig kaufbar ist, dann kaufe ich das auch gerne wieder. Oder ist es, und die mir natürlich so am Herzen liegen, die sind auch schnell weg. Ja? Und dann, naja. Wenn Sie so Auktionen verfolgen und sich so die Summen vor Augen führen, die da teilweise bei Sotheby's oder so aufgerufen werden, das sind teilweise dreistellige Millionenbeträge. Was löst das bei Ihnen aus? Erstmal eine Skepsis, ob unser Geld überhaupt noch was wert ist. Ja? Also ich würde sagen, das ist ein bisschen schwierig, wenn für manche Sachen 180 Millionen, 250 Millionen, das ist es ja nicht wert, das kann es ja gar nicht wert sein, sondern das ist ja eine Wertschöpfung, die abstrakt ist und die Bilder werden auch dann sofort aus dem Markt entzogen und stehen in irgendwelchen Freilagern in Hongkong, Singapur oder in der Schweiz und werden nie mehr gesehen, weil so ein Bild hängt sich ja keiner mehr auf. Das kann man ja kaum in irgendeinem Museum aufhängen. Oder wenn es mal in ein Museum kommen würde, dann kann das Museum schließen, weil die Versicherungssumme zu hoch ist. Also das löst es erstmal aus. Auf der anderen Seite natürlich neidlose Anerkennung, dass viele Künstler, die hervorragend sind, dass das eben auch teuer ist. Und dadurch gibt es natürlich so eine Art Bewertung irgendwie von Kunst, wo das immer schwierig ist, wenn es nur mit Geldwerten besetzt ist. Deswegen ist es natürlich schön, wenn man in eine italienische Kirche geht und Caravaggio für, sagen wir mal, 1 Euro, wenn man es einschmeißt, geht das Licht an und der Caravaggio ist da. Das ist natürlich mir viel lieber, als wenn Privatleute sich da mit Hunderten von Millionen um irgendwelche Bilder streiten. Da Sie ja erst mit 29 angefangen haben zu malen und wenn man Ihre Kollegen vom Moritzplatz sich nochmal vor Augen führt, das waren ja nun alles Leute, die auf Kunstschulen gewesen sind und dann kommt da so einer und macht da mit und hat dann auch den gleichen Erfolg. Haben die nicht manchmal Sie so ein bisschen komisch angeguckt nach dem Motto, der hat ja gar nicht das studiert, womit er jetzt einen Haufen Geld verdient? Das haben die mir schon nach einer gewissen Zeit haben die mir das schon spüren lassen, dass ich soll mal schön üben und soll erstmal meine Studienzeit quasi so für mich selber irgendwie hinbringen und das haben die mich spüren lassen und teilweise und da muss man schon ein dickes Fell haben und da muss man sagen, nee, ich mache es ja nicht deswegen, weil meinen Kollegen das gefallen soll oder weil es irgendwelchen Akademikern gefallen soll. Ich bin eben kein Akademiker und mal vielleicht sogar akademischer als die Akademiker, aber ich male aus einem anderen Grund. Ich versuche das erstens, das sehe ich als so eine Art Forschung und auf der anderen Seite auch als Inhaltsträger. Also für mich ist Kunst nicht nur das, dass es ein schönes Bild ist, sondern das trägt ja auch ganz stark meine Geschichten oder mein Verhältnis zur Natur und mein Verhältnis zur ganzen Welt. Das tragen die Bilder ja in sich. Sie haben Natur als
großes Überthema, kann man das so sagen? Ja, das ist mein großes Thema. Also nicht nur als Landschaft, sondern Natur als Natur, was wir ja auch sind. Wir sind ja mittendrin oder sind Teil davon, haben bloß die Fähigkeit, dank unseres Intellekts, dass man darüber auch nachdenken kann und in dem ganzen Zusammenhang auch nachdenken dürfen, wie wir in dieser Welt leben. Dürfen wir so einen Baum einfach fällen, der hat doch sein eigenes Leben? Dürfen wir Schweine schlachten und schlecht behandeln und dann essen? Und so? Das sind ja alles Themen. Ja? Oder wenn man so eine Spiegelung malt, wie es da hinten hängt, die habe ich ja gemalt in der großen Krisenzeit 2009, 2010, wo ich gesagt habe, wir müssen über die Welt wirklich noch mal ganz neu nachdenken, weil diese Gier dieser Menschen, das macht die ganze Welt kaputt. Da bin ich als Mensch, der der Natur näher ist, ich habe ja gar nicht diese Gier, diesen Wahnsinn, diesen abstrakten Wahnsinn, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und kämpfe natürlich mit so einem Bild auf irgendeine Art und Weise auch gegen Übergriffe so in der Wirtschaft oder auch in kriegerischen Auseinandersetzungen. Weil so ein Bild, man denkt, man ist in einem Wald, an einem kleinen Waldsee. Ja, ist jetzt, also man kann es so oder so. Also ich habe jetzt das Negative in dem Bild erstmal gar nicht so gesehen, wie Sie es beschrieben haben. Ist ja gar nicht negativ. Das ist ein positives Bild. Das ist halt schon, auch ein Zentrum, in dem man irgendwie in die Welt guckt, die relativ positiv ist. Ja. Aber an so einem Platz, wenn man an so einem Platz ankommt, würde man über die Welt mal nachdenken, neu nachdenken. Das ist natürlich schon eine romantische Vorstellung, dass der Platz so sein soll. Auf der anderen Seite ist das Bild natürlich ein vollkommen abstraktes Bild, weil die Bäume sind nicht gemalt, sondern die Bäume sind, wie ich das vorhin schon erklärt habe, da ist dunkle Farbe drauf und dann lasse ich die so hochfließen und dann entwickeln die Bäume sich, wie sich ein Baum selber entwickelt. Also das ist naturnäher, als man sich vorstellt. Und wir haben ja schon mal über die Größe der Bilder gesprochen, obwohl Sie haben jetzt hier auch kleinere Formate. Aber viel ist eben auch so riesengroß. Ja? Da muss man sich ja auch überlegen, wer kann denn sowas überhaupt hängen? Denken Sie da an Ihre Zielgruppe? Beim Fernsehen spricht man immer von Zielgruppen. Haben Sie Zielgruppen vor Augen oder ist das purer Bernd Zimmer und dann, wem es noch gefällt, der hat halt Glück gehabt? Ich würde das so sehen, es gibt natürlich schon Leute, die auch riesige Wohnungen haben und sich sowas kaufen oder sowas kaufen als, sagen wir, Wert und sich irgendwo hinstellen. Es ist natürlich schon vermessen, 3,10 Meter, so eine Höhe hat kaum noch jemand. Das ist schwierig, ja. Aber die Wirkung entfaltet natürlich so ein Bild erst in dieser Größe auch, weil da ist die Farbmenge so groß, dass man ein Gefühl zur Farbe hat und man steht auch im Bild drin. Das kriegt dann, sagen wir, das übersteigt auch ein Bühnenbild. Man ist richtig in der Farbe drin, ist eigentlich erstmal von der Farbe irgendwie ergriffen, dass dann noch so dunkle Flächen drauf sind. Das ist ja eher die gebannte Flächen. Ich meine, die könnten einfach nur so Läufer sein, dann wäre das auch beeindruckend. Ich könnte es mir in so einer Eingangshalle von irgendeinem Unternehmen vorstellen, wo man so auf so ein Bild dazu läuft. Was anderes gibt es ja kaum noch, ne? Wo man sowas hinhängen kann. Im Museum kann man sowas noch hinhängen. Ja, Museum gehört, ja, da sollte es eigentlich irgendwann mal hinkommen. Und heute wird ja so viel mit Glas gebaut, dass es eigentlich auch nicht mehr stattfindet. Ja. Die haben dann vielleicht noch irgendwo eine Wand. Also wir, sagen wir, Maler haben es nicht mehr so einfach. Ja. Das ist auf der anderen Seite, das ist ja nicht nur ein Ausstattungsmaterial, sondern es ist ja letztlich, hat es ja eine Geschichte in sich. Ja, klar. Es ist immer Ihre Geschichte, ne? Also, das ist immer meine Geschichte. Klar. Wenn Sie jetzt solche Farben einsetzen, ja, also ich will Sie jetzt mal provozieren, wenn dann jemand sagt, das ist kitschig, was würden Sie dann sagen? Nein, das ist Magenta, das ist reines Magenta. Kitschig würde ich sagen, es ist an der Quietschgrenze, das ist richtig. Ich meine, ich kann das auch gleich nochmal, glaube ich, ein weiteres zeigen. Muss ich einfach mal gucken, welches ich es dann nehme. Das ist schon an der Grenze, an der Quietschgrenze, genau, dass man sagt, also wie weit kann man eigentlich gehen? Das ist aber, das hab ich ja auch von den Expressionisten gelernt. Aha. Die gehen ja auch an diese Quietschgrenze. Also, die setzen so lange die Farben nebeneinander, dass es richtig anfängt, richtig zu,
dass es so anfängt, eben nicht mehr dem bürgerlichen Haushalt nicht mehr Genüge zu leisten, sondern es geht darüber hinaus. Das ist so eine, das entwickelt eine eigene Ästhetik und auch eine eigene Stärke, die man, ja. Ja, dieses es ist natürlich hochdekorativ. Ja. Aber auch so nicht dekorativ, dass es, ich finde ja, das nicht jeder an der Quietschgrenze. Genau. Ja, ist sehr, sehr, also es würde meines Erachtens so in den mediterranen Bereich besser passen, oder? Also so ein Haus auf Mallorca oder so, da könnte ich mir das vorstellen. Sie sehen das ja immer als Ausstattung oder dass es irgendwo hinkommt. Ja, für mich ist es eher eine Problematik gewesen. Geht das denn überhaupt? Ja? Weil diese Bilder, die habe ich gemalt nach rein grünen Bildern. Wissen Sie, wenn Sie diese Buntfarbe weglassen, dieses Quietschen weglassen, werden dir eher wieder relativ, sagen wir, angenehm. Also mir gefällt es ausgesprochen gut, muss ich sagen. Ich finde diese kraftvollen Farben, ich mag das gerne. Also ich habe ja auch zu der Zeit in Berlin gelebt, als Sie hochgekommen sind und das war wohltuend, weil es so gegen alles andere war. Das war so krachernd positiv irgendwie anders. Also, und so erlebe ich das jetzt immer noch. Also es ist wirklich von der Farbe her und so, ich mag das. Obwohl da oben immer das Bild ist von 78. Wer ist das? Das bin ich. Und da sehe ich ein bisschen aus wie Trotzki noch, der vor der Volkskammer irgendwie spricht und sagt, so geht es nicht, wenn man Eigenporträt? So malt. Selbstporträt. Genau, mit blauer Jacke. Also das ist, das deutet dann immer, wer hat eine blaue Jacke angehabt beim Porträt und so weiter. Das sind immer so Geschichten, die in den Bildern auch wieder aufgewärmt werden. Kennen Sie den Spruch, der soll zu Ihrer Zeit auch rundgegangen sein, bei den Malern, die sich haben ausbilden lassen, dass mit einer kraftvollen roten Farbe man erst malt, wenn man alt ist, dass man die dann erst so eine rote, kraftvolle Farbe benutzen darf? Das weiß ich nicht. Nee, rot ist wahnsinnig schwer, weil es ist so eine körperlose Farbe. Es ist erstmal körperlos und da muss man unheimlich vorsichtig mit umgehen. Sonst wird es, wenn man die immer übereinander malt, wird immer dumpfer und dumpfer und dumpfer. Das ist unheimlich schwierig, weil die hat eigentlich selbst keinen Körper. Ja? Das ist eigentlich so eine, das sind ja so Tinten und die kriegt ihren Körper, wenn Schwermetall mit dem Spiel ist. Also das sind Pigmenten, das sind so Pigmentgeschichten. Ja, das ist mehr orange, ne? Nee, da ist auch richtig rot drauf. Ja, rot drauf. Ich kann Ihnen das schon zeigen, mit einem richtig gemeinen blauen Baum. Gemeinen blauen Baum. Okay. Also da hat man eher das Gefühl, dass so ein Waldbrand irgendwie wäre. Ja. Vielleicht und so, aber das ist eigentlich eher so im Herbst. Und da geht es eigentlich auch eher um die Expressivität von den Farben selber. Eigentlich finde ich, man kann gar nicht so ein Bild einfach sich von ihnen nehmen. Man muss, man braucht sie dabei, um die Interpretation auch zu haben zu diesem Bild. Denn also beides leuchtet mir bei dem Bild sehr ein, dass es also ein Baum ist. Und in dem Moment, wo Sie sagen, es ist ein Waldbrand, kann ich das auch akzeptieren. Aber es ist eher Herbst. Es ist also nicht ein Waldbrand, aber der Herbst wirkt ja wie so ein Waldbrand. Und genau, auch das gerne nehme ich, würde ich auch gerne aufnehmen. Aber diese Sachen braucht man, um dann ja, jetzt denke ich wieder an mein Wohnzimmer, wenn der Gast kommt, dass ich dann erklären kann, was der Künstler mit dem Bild ausdrücken wollte. Denn das ist ja nicht unwichtig, weil wenn man sich so ein Bild zu Hause hinhängt. Das hat so viele Geschichten. Das ist ja auch diese Chance, da sind ja schon wieder die Sterne drauf, da ist der ganze Kosmos drauf. Da sind ja nicht nur Glühwürmchen, sondern das ist ja eigentlich schon wieder die Sterne im Kosmos. Das ist ja eigentlich, da geht es ja eigentlich schon wieder viel weiter. Und das Blaue von so einem Baum, das zitiert der blaue Baum, das ist Romantik auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich, hat das auch Kirchner gemalt. Und der blaue Baum, der zieht sich ja durch die Kunstgeschichte. Und das ist eigentlich eine Sache, wo, ich meine, hier hinten geht es ja dann ab in die Ewigkeit fast. Ja. Ich möchte es ja gar nicht interpretieren, aber das Gefühl habe ich, dass sich da schon was abspielt. Das ist nicht nur Ahorn, sondern das ist eben auch noch so ein farbiger Ahorn. Dann geht es natürlich, ja, gut. Und Haben Sie was gegen Leute, die sich ihre Bilder aus dekorativen Gründen
kaufen? Weil nein, überhaupt, der kann überhaupt nichts. Ich kann eh nichts. Wissen Sie, ich sehe das ja in dem Moment, wo ich ein Bild entäußert habe und das in den Markt reingeht, verliere ich die Kontrolle darüber. Und wenn ich tot bin, habe ich die Kontrolle eh nicht mehr. Also ich sehe das schon auch, das sind Entäußerungen und die sind da. Und wenn sich das einer aufhängt aus Dekorationsgründen, nur weil er schön findet, weil es interpretatorisch schön findet, weil es ihm Kraft gibt, weil er drin Wert sieht, da kann ich ja gar keinen Einfluss drauf nehmen, sondern das ist ja eine persönliche Entscheidung, wenn man sich zu sowas entscheidet. Aber es gibt ja natürlich nicht rein dekorativ. Ja. Es ist nicht rein dekorativ, sondern es hat immer diese Wechselwirkung zwischen Abstraktion und eine gegenständliche Anmutung, wo sich so ein Gefühl entwickelt, das kenne ich. Irgendwoher kenne ich sowas. Irgendwie habe ich sowas schon erlebt oder man fühlt sowas. So. Das war ja auch, weil Sie von fühlen und schon erlebt sprechen, so in den 80er Jahren auch wichtig, Musik zu hören und Musik in Bilder zu interpretieren. Sind Sie den Weg auch gegangen? Ja, ich meine, bevor ich richtig, sag mal, zu schwach wurde, habe ich mir dann immer die Ramones aufgelegt, um mich nochmal aufzuwecken. Ja? Aber ich habe eigentlich immer Musik an. Ich habe immer Musik an und lasse mich eigentlich am liebsten von so guten Sendern, lasse ich mich so überraschen, was die spielen, ob es so Klassik ist oder jetzt habe ich gerade so einen New Yorker Underground-Sender und der spielt zwischendurch Kirchenmusik und danach wieder härtesten Rock'n'Roll. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil man so auf. Ich brauche Musik eigentlich auch so für so eine Stimmungslage. Ja. Also wenn man sich so Fetting nochmal anhört oder Mittendorf, dann war das Thema Musik in der Zeit zumindest für die sehr wichtig. Da Sie ja zusammen da am Moritzplatz gearbeitet haben, stelle ich mir so in meiner Fantasie vor, dass da die Musik gehämmert hat. Und Sie, haben Sie alle eigentlich im gleichen Studio, im gleichen Atelier gearbeitet? Nee, wir hatten alle eigene Ateliers. Ich hatte so in der Naunenstraße 240 Quadratmeter und der Mittendorf hat in der Oranienstraße, Salome auch Oranienstraße. Es war alles so im Kreuzberger Eck. Aber es war halt die gleiche Zeit und es gab diesen berühmten Club SO36. Ja. Und da ging man eigentlich, wenn der offen hatte, am Abend hin. Und ich habe damals im Exil gekocht, um Geld zu verdienen. Und wenn ich von dem Ort Exil, vom Paul-Linke-Ufer nach Hause in die Naunenstraße ging, ging ich immer beim SO36 vorbei, bin nochmal reingegangen. Und entweder hämmerte da was oder er spielte natürlich die besten Bands, Dead Kennedys, da spielten einfach großartige Bands. Also dass Sie im Exil gekocht haben, ist ja insofern bemerkenswert, weil der hatte doch einen Stern, oder? Hatte das Exil nicht? Nee, das hatte keinen Stern, es gab in Berlin eigentlich eine kulinarische Wüste und das war, da drin war es angenehm und das waren Österreicher und die Österreicher kochen den Deutschen, also den norddeutschen Küche ist die österreichische Küche weit überlegen. Und das konnten Sie? Sie konnten österreichisch kochen? Nein. Ich habe da drin, am Anfang war ich der Hilfskoch und am Schluss konnte ich das auch alles kochen. Aha. So böhmische Knödel und Schweinsbraten und das, so schwierig ist es nicht, ja. Aber es wurde sehr kontrolliert und so Nierchen, das war das Beste, waren Nierchen, die auf den Punkt zu braten. Haben Sie eine Lieblingsfarbe? Ich glaube, dass Gelb schon eine Farbe ist, die sich bei mir ganz stark durchzieht. Mit Blau komme ich eigentlich gut aus, anstatt dunkler Farbe, weil ich überhaupt kein Schwarz verwende. Und mit Rot stimmt. Es gibt Phasen, wo ich nur noch Rot gemalt habe. Und dann verlasse ich das wieder, weil es ist für mich schwierig. Entweder hat ein Bild einen roten Klang oder es hat einen lichten Klang. Und wenn es einen lichten Klang ist, dann halt kriegt es bei mir immer das Gelb. Aber das Gelb, das hängt vielleicht damit zusammen mit diesen ganzen, ja, das ist halt eine gute Aufladung, Gelb, weil das ja der Goldersatz ist. Ich meine, wenn ich auf Goldgrund arbeiten würde, müsste ich ja das Gelb nicht so stark verwenden, weil ich ja von hinten immer dieses göttliche, buddhistische oder hinduistische Gold hätte. Man merkt, dass es Ihnen verdammt viel Spaß auch macht, was Sie da so tun. Und mir hat es viel Freude gemacht, mal bei ihm im Atelier vorbeischauen zu können und Sie einfach mal zu all dem befragen, was ich Sie immer schon mal fragen wollte. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Bitte, bitte. Danke. Das war Menschen in München mit Jörg van Hoven.